Ne, inzwischen. Ja, egal. Was würdest du als nächstes kaufen? Ja, kommt drauf an, was du bis jetzt alles Ich habe hast. den Weidemann mit Palettengabel. Aha, Die ja. Frontlader-Mission. Ich habe den Same. Ich habe ein Pöttinger Schneidwerk. Ja. Dann habe ich den normalen Drescher, habe einen Kramer, den Bührer, den normalen Grubber und die normale Sämaschine. Ja, hol dir am besten als nächstes einen Gruber oder Sämaschine. Ja. Oder vielleicht einen ordentlichen Drescher. Aber mach das am besten, wenn Deutsch im Sonderangebot ist wieder. Vielleicht ist ja auch mal so ein Grubber oder eine Sämaschine im Sonderangebot. Das ist, also das hatte ich bis jetzt noch Ja, man nie. kann nicht wissen. Ja. Dauert halt nur ein bisschen. Ja. Ah, ich könnte mal schauen, ob es gerade ein Sonderangebot gibt. Was sagt denn der Shop? Ja, stimmt, der Deutz Akrotron K420. Kostet jetzt nur noch Boah, ich muss kurz ab. 95.000. Ach so, der. Der ist ja billig. Ja, billig schon, aber ich glaube, den braucht man nicht. So groß ist unser Betrieb noch nicht. Ja. Ich habe überlegt, ob ich ihn kaufe, aber... Weißt du, der kostet 120 Euro am Tag. Ja. Was hast du denn so an Sachen? Ah, du hast das noch nicht mal, okay. Was? Mein Tipp ist immer, kauf dir am besten am Anfang eine Solaranlage und zwei Bienenhäuser, verkauf den kleinen Kipper, dafür holst du dir den Ach, stimmt, nächst den habe ich auch größeren. schon. Demnächst. Ja, und dann verkaufst du noch den Flug. Und dann hast du eine Solaranlage und zwei Bienenhäuser und damit verdienst du halt immer Ja, Geld den Flug habe ich zwischendurch noch dann. nicht. Den habe ich schon längst verkauft. Ja. Hättest du mir den mit einem Bienenhaus oder einer Solaranlage habe ich mir auch schon überlegt. Also man, mit der Solaranlage und zwei Bienenhäuser verdient man, verdient man da? Ich glaube so um die 500 Euro pro Stunde. Ich schau mal. Den kleinen Kipper habe ich halt jetzt noch nicht verkauft. Ja. Und was mache ich immer, wenn ich anfange? Beim neuen Spielstand. Dann leihe ich mir am Anfang das ganze Geld von der Bank und dann hole ich mir sofort eine Solaranlage. Ich mache jetzt gerade noch die nächste Mission. Ich habe nämlich schon Ja. wieder eine bekommen. Den Frontlader diesmal. Okay. Nur den Same lasse ich mal da. Vielleicht brauchst du. Ah ne, du triffst ja nicht. Ja. Ist das das mit dem Gepäck oder welches Nein, ist das? Wolle sorgen. Ach so. Na toll. Hey, hat es abgekuppelt. Ah nein, es sieht nur so abgekuppelt aus. Ach, kommt es. Spielchen mache ich jetzt nicht mit. Wird das Fahrzeug zurückgesetzt.
Was ich ja an diesen, an dem Weidemann nicht mag, ist die Lenkung. Ja, das ist kacke. Ich mag Weidemann so oder so, so in dem Spiel also gar nicht. Ja, ist ja nur das eine Fahrzeug. Ja, zum Glück. Warum magst du das nicht? Ja, also ich finde den generell also vom Aussehen schon gar nicht schön. Oh, ich finde ihn ganz schnuckelig. Und halt auch von der Lenkung. Da finde ich den Frontlader von Deutz besser. Ein Vielfaches teurer. Ja, aber der erstens eine bessere Lenkung und also den Weidemann kann man jetzt eigentlich gut für die BGA gebrauchen. Ja, da wird er dann jetzt später hinkommen, wenn was ich anderes jetzt Frontlader habe. Und irgendwas so ja. Mais oder Gras zu hexen. Beziehungsweise Gras aufzusammeln. Du kannst ja auch Weizen oder Gerste machen, ne? Geht ja auch. Stimmt, ich kann alles in die BGA kippen. Kann man auch Raps? Den würde ich da gar nicht reinkippen. Das weiß ich jetzt weil gar das nicht. Bringt's nicht. Ja. Ja. Okay, das kann man so nicht aufnehmen. So, einmal kurz durchs Dorf. So, jetzt kann ich mal schauen. Platzierbare Objekte. Bienenhaus bringt 30 Euro die Stunde. Solaranlage 190 Euro die Stunde. Auf welchen? Bist du auf einfach oder auf was bist also, du? Normal. Achso, kein. Mhm. Und es ist kein Wunder, ich verdiene damit mehr Geld. Aha. Ich überlege gerade, ob ich mir ein paar Bienenhäuser hinstelle. Oder gleich eine Solaranlage. Es kommt aufs Gleiche raus. Naja. Oder? Nee, das Bienenhaus bringt. Naja, jetzt endlich schon, ne? Mal grob über den Daumen gerechnet. 6¼ Bienenhäuser. Kosten eine Solaranlage und ja, nee, es bringt eigentlich mindestens gleich viel, ja, nicht ganz so viel, aber ich würde in Bienenhäuser investieren. Ja,
Dafür muss ich mir aber erst Geld leihen. Und jetzt fahren wir erstmal zum Hof. Ich bin gleich auch fertig. Ja. Gute Arbeit, meine Helfer hier. Wie findest du die Ingame-Missionen? Es geht eigentlich. Ist ja fast wie beim Skiri-Region-Simulator. Also eigentlich genauso, ja, ne? Es ist halt so, dass du erstmal ordentlich Geld hinblättern musst. Ja, für Ja, oder Frontlader, das ne? Schneidwerk, okay, das sind 28.000. Der Frontlader kostet auch nicht mehr. Ja. Da muss man erstmal ein paar Missionen machen, bis man das Ja, ganze aber Geld das wieder rentiert zusammen hat, sich. ne? Nein, ich nehme gleich wieder eine Mission. So. Na, Dann schon wollen wir wieder uns noch leer. mal ein bisschen Geld leisten. Wollen wir das Bienenhaus denn hinstellen? Wir können es uns in den Garten stellen. Neben das Bauernhaus. Ja. Ja. Drehen wir es mal ein bisschen. So, jetzt haben wir halt wieder nicht mehr viel Geld. Aber das ist jetzt unwichtig. Jetzt haben wir unser Bienenhaus. Und im Moment nichts zu tun. Wie viel zahlst du eigentlich jetzt also so an Acht Unterhaltskosten für Euro das pro Tag. Bienenhaus? Ach so, Warum? okay. Na, ich zahle, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel ich zahle. Ich glaube 20 oder so. Das kriegt eine 30 Euro kriegt man pro Stunde. Ja. Ja, typischer Fall von. Naja. Wollen wir es mal nicht weiter kommentieren, dass ich wieder mit PDA auf dem Hof rumfahre. Tankst du die Seemaschine auf? Merkt man. Ja. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal. Bei Sämaschine mache ich immer Helfer. Ach. Du sähst gar nicht selbst. Doch, doch. Okay. Hier sähe ich gerade selber. Ja, das hätte ich sonst auch Aber gemacht. So bei mir mache ich das nicht. Weil man gibt mehr Geld aus. Also für den Helfer gibt man wesentlich weniger Echt? Geld aus, als wenn man so macht. Ja, weil man... Ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube so bis 300, 500 Euro gibt man ja allein für 100% aus, für einmal, und eben hatte ich nur das halbe Feld. Also. Ja, man sieht hier wieder genau, wo ich lang gefahren bin, weil ich immer denke, die CM, das wäre breiter.
was die hier macht, der Streuer. Ah. Und dann habe ich eben gleich schon mal wieder eine Mission angenommen mit dem Frontlader, den machen wir dann auch gleich, ja, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Wie viele jetzt Folgen machen hier wir oder ungefähr? Ja, 4 oder 5 würde ja. ich sagen. Ja, okay. Fertig. Ach, schon wieder da hinten.